Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den zweiten Teil von Fragmajor. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ihr könnt natürlich auch bei dieser Folge wieder unten eure Fragen in die Kommentare schreiben, die ich dann in der nächsten Folge beantworten werde. Und fangen wir auch gleich los. Fangen wir dann auch gleich an mit der ersten Frage. Welches war dein erstes Handy bzw. Smartphone? Mein erstes Handy war dieses hier. Das ist von Nokia. Ich weiß jetzt gar nicht, welche genaue Modellbezeichnung das ist. Auf jeden Fall, das war hier mein erstes Handy und mein erstes Smartphone. Das war das iPhone 3G. Auch das habe ich jetzt noch aufgehoben. Ich wollte es jetzt nicht verkaufen, weil iPhone 3G ist einfach so ein Kultgerät. Deswegen. Und es war einfach mein erstes Smartphone und so. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt verkaufen. Kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie findest du Smartwatches, wie zum Beispiel die Moto 360 oder auch die Apple Watch? Braucht man sowas? Mich würde deine Meinung dazu mal interessieren. Ja, auf jeden Fall, Smartwatches ist so eine Sache für sich. Ob man sie jetzt wirklich braucht oder nicht braucht, ist mal dahingestellt. Aber dennoch kann es in manchen Situationen sehr nützlich sein. Wenn ich zum Beispiel erstmal in der Bahn fahre und dann eine Notification bekomme, da habe ich nicht unbedingt mal Bock, mein iPhone rauszuholen und zu gucken, wer hat mir jetzt geschrieben, was ist das für eine E-Mail, ist das wichtig oder ist es nicht so wichtig. Und das ist dann schon, wie ich finde, sinnvoll, wenn man dann aufs Handgelenk gucken kann, auf die Uhr. Und dann sieht man halt, ah, du hast irgendwie eine neue Spam-E-Mail bekommen oder so. Oder das ist halt der eine Nachricht geschrieben hat und man kann dann halt direkt auch antworten. Ist auf jeden Fall eine echt praktische Sache. Das Potenzial ist auf jeden Fall da und ich denke auch, dass in den kommenden Jahren da noch einiges gehen wird. Wenn man jetzt mal bedenkt, was mit den ersten Smartphones möglich war und was jetzt mit den Smartphones alles möglich ist, dann denke ich mal, dass da noch einiges auf uns zukommt. Wie findest du das Material Design im Vergleich zu iOS 8? Das ist jetzt bei Android 5.0 eingeführt und ich habe hier auch Android 5.0 auf meinem Nexus 7 installiert und ich finde es auf jeden Fall besser als das vorherige Android Design. Gefällt mir aber vom Design her deutlich besser, aber ich muss sagen, im Endeffekt gefällt mir iOS da noch ein bisschen vom Design her besser. Ist natürlich immer so eine Geschmackssache. Aber ich glaube im Endeffekt, mir persönlich gefällt iOS 8 besser. Würdest du sagen, dass heutzutage noch 16 GB ausreichen oder sollte ich lieber zur 64 GB Version greifen? Ich persönlich würde auf jeden Fall mehr Speicher wählen. Ich habe jetzt bei meinem iPhone hier auch die 64 GB Version und nicht die 16 GB Version wie bei den älteren Modellen. Da hatte ich nämlich immer die 16 GB und da kam ich dann wirklich schon an die Grenzen. Musste dann irgendwelche Fotos wieder löschen, musste irgendwelche Apps löschen und so, weil ich halt irgendwann die 16 GB aufgebraucht hatte. Jetzt muss ich mir hier gar keine Gedanken eigentlich machen. Ich habe jetzt noch so ungefähr 15 GB Speicherplatz frei, habe mega viel Fotos drauf, richtig viel Musik. Und ganz, ganz viele Apps. Und ja, ich würde auf jeden Fall zur größeren Version greifen. Es sei denn, man benutzt das Smartphone wirklich nur für ein paar Anwendungen, macht nicht viel Fotos oder Videos und so weiter. Dann reicht vielleicht auch 16 GB. Aber für mich wird es 16 GB auf gar keinen Fall ausreichen. Bis zu welcher Displaygröße würdest du ein Smartphone noch benutzen? Also zum Beispiel iPhone 6 Plus, Note 4 oder das Xperia Z Ultra? Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Frage. Ich habe hier ein Smartphone mit 4,7 Zoll. Finde das eigentlich wirklich perfekt geeignet für den Alltag. Aber das iPhone 6 Plus mit 5,5 Zoll oder auch das Note 4, die gefallen von der Größe auch sehr, sehr gut, sind ebenfalls richtig gut geeignet. Und ich würde jetzt sogar sagen, wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufen würde, ich würde mir jetzt sogar das iPhone 6 Plus mit 5,5 Zoll holen. Was hältst du von der Idee, Touch ID in das Trackpad von den MacBooks zu verbauen? Würde ich auf jeden Fall, glaube ich, gut finden, je nachdem, wie es dann halt auch im Endeffekt verwirklicht ist. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke mal, dass auch Apple irgendwas in die Richtung auch später machen wird. Denn Touch ID ist wirklich richtig praktisch. Man muss einfach seinen Finger dann irgendwie aufs Trackpad legen wahrscheinlich und dann erkennt es den und man muss jetzt nicht irgendwelche Passwörter dann noch eingeben. Finde ich auf jeden Fall richtig gut, wäre mal eine Option bei den nächsten MacBooks oder übernächsten MacBooks. Ich denke mal, irgendwann wird es auch noch kommen. In welches Land würdest du mega gerne mal reisen? Das ist auf jeden Fall USA, beziehungsweise es gibt einfach sehr viele Länder, die ich gerne mal reisen möchte. Aber auf jeden Fall, USA steht da wirklich ganz weit oben. Möchte ich unbedingt mal hin und ich denke mal, dass ich das noch irgendwann auf jeden Fall in der nächsten Zeit machen werde. Das war's auch schon wieder von der zweiten Folge Fragmajor. Wie gesagt, ihr könnt einfach eure Kommentare und Fragen unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall würde mich auch mal interessieren, wie ihr zum Thema Smartwatches steht.
Habt ihr dann besonderen Favoriten? Freut euch auf die Apple Watch? Oder was ist halt eure Top-Smartwatch sozusagen? Braucht man sowas oder ist das eher unnötig? Schreibt auch mal unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wie immer könnt ihr natürlich gerne dem Video einen Daumen nach oben geben oder mich unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.